Es geht um die neuen Fördersätze der BEG-Förderung, speziell um den Heizungstausch, und ich zeige euch auch, an welche Bedingungen diese Fördersätze gekoppelt sind. Schauen wir uns zunächst die Struktur der Bundesförderung effiziente Gebäude genauer an. Hier gibt es zum einen die systemischen Maßnahmen. Das wären die Baumaßnahmen, wenn ihr euer Wohngebäude oder auch Nicht-Wohngebäude saniert und am Ende eine der Effizienzklassen erreicht. In diesem Video geht es aber um die Einzelmaßnahmen, und zwar speziell Einzelmaßnahmen bei der Sanierung von Wohngebäuden. Beginnen wir hier mit den Fördervoraussetzungen. Also als erstes eine Fördervoraussetzung: Der Investitionsort sollte in Deutschland sein. Das energetische Niveau soll durch diese Maßnahme verbessert werden. Die Anlagen sind dann für 10 Jahre zweckgebunden. Also wenn ihr hier jetzt in eine Wärmepumpe investiert, dann müsst ihr die auch für die nächsten 10 Jahre in dem Gebäude nutzen. Und es gibt keinen Rechtsanspruch, also Vorbehalt der Verfügbarkeit der Mittel. Kommen wir zu den Höchstgrenzen der förderfähigen Kosten. Diese Grenzen haben sich nämlich gerade zum 01.01.2024 verändert. Die förderfähigen Kosten sind hier also 30.000 Euro für die erste Wohneinheit. Und solltet ihr mehr Wohneinheiten haben, bekommt ihr für die zweite bis sechste Wohneinheit 15.000 Euro. Und ab der siebten Wohneinheit könnt ihr weitere 8.000 Euro als förderfähige Kosten für euer Projekt einreichen. Es gibt weiterhin, wenn ihr einen Sanierungsfahrplan erstellt habt und hier auch Fördermaßnahmen nutzen möchtet, weiterhin die Grenze von 60.000. Also 60.000 insgesamt könnt ihr als förderfähige Kosten für den Bereich Einzelmaßnahmen einreichen, jedoch für den Bereich Heizung eben die Grenze von 30.000 für die erste Wohneinheit und dementsprechend der Staffel, die wir dir hier einblenden. Eine weitere Höchstgrenze wäre dann noch der Kreditbetrag. Also ihr könnt für eure Förderung einen vergünstigten Kredit beantragen. Und hier ist die Grenze des Kredites 120.000 Euro. Kommen wir nun zu den Fördersätzen der neuen Heizungsförderung. Hier seht ihr, ihr bekommt für eine Solarkollektoranlage, Brennstoffzellenheizung, innovative Heiztechnik, Wärmepumpen oder auch für eine Biomasseheizung 30% Grundförderung. Für die Wärmepumpe könnt ihr einen Effizienzbonus erreichen von plus 5% sowie einen Geschwindigkeitsbonus von 20% oder auch einen Einkommensbonus von 30%. Wir schauen gleich noch genauer in die einzelnen Kapitel hinein. Davon unberührt bleibt die Förderung für den Einbau, Austausch und Optimierung von Heizungsanlagen oder auch die sogenannte Heizungsoptimierung. Hier ist der Fördersatz bei 15% und bei der Umsetzung durch einen Sanierungsfahrplan wird dieses auch um 5% erhöht. Kommen wir nun zum Effizienzbonus. Der Effizienzbonus ist erreichbar von Wärmepumpen, und zwar für die Wärmepumpen, die mit Wasser, Erdreich oder Abwasser arbeiten oder die Luftwärmepumpen, die ein natürliches Kältemittel einsetzen. Für diese Arten der Wärmepumpe bekommt ihr zusätzlich 5% Förderung. Schauen wir uns nun den Geschwindigkeitsbonus an. Ein Geschwindigkeitsbonus von 20% lässt sich für euch erreichen, wenn ihr eine Öl-, Kohle- oder Nachtspeicherheizung ausbaut und diese durch eine Wärmepumpe ersetzt. Oder ihr tauscht eine Gasheizung älter als 20 Jahre aus oder habt eine Gasetagenheizung, die ihr austauschen müsst. Weiterhin sind diese 20% auch erreichbar mit einer Biomasseheizung, die dann allerdings kombiniert werden muss mit einer Solaranlage oder einer Photovoltaikanlage für die Warmwasserbereitung oder eben die Kombination aus Biomasse und Wärmepumpe, eine sogenannte Hybridheizung. Auch hier erreicht ihr den Geschwindigkeitsbonus von 20%. Dieser Bonus ist allerdings, wie er auch schon heißt, ein Geschwindigkeitsbonus.
Ihr bekommt also bis zum Jahre 2029 diese 20%. Ab dem 01.01.2029 fällt das Ganze auf 17%. Ab dem 01.01.2031 auf 14%. Ab dem 01.01.2033 auf 11%. Und ab dem 01.01.2035 auf 8%. Danach entfällt dieser Geschwindigkeitsbonus komplett. Kommen wir nun zu dem Einkommensbonus. Hier sind 30% erreichbar und wie der Name schon sagt, Einkommensbonus ist das Ganze an ein Haushaltsjahreseinkommen gekoppelt. Das Haushaltsjahreseinkommen darf die 40.000 Euro nicht überschreiten. Das bedeutet, alle, die im Haushalt leben und ein Einkommen haben, dürfen insgesamt diese 40.000 Euro brutto nicht überschreiten. Eine weitere Voraussetzung für den Erhalt des Einkommensbonus ist, dass ihr die Wohneinheit, für die ihr diesen Bonus beantragt, selbst nutzt. Wenn man jetzt zusammenrechnet, den Wärmepumpenbonus, die Grundförderung von 30% plus Effizienzbonus plus Geschwindigkeitsbonus und plus Einkommensbonus, gibt es allerdings eine Obergrenze von 70%. Machen wir mal ein ganz kleines, einfaches Rechenbeispiel dazu. Wenn ihr also die ganzen 30.000 Euro, die ja förderfähig sind für eure selbstgenutzte Wohneinheit, wenn ihr die komplett ausschöpft, eure Anlage also auch 30.000 oder über 30.000 kostet und ihr alle diese Bonus beantragsberechtigt seid für alle diese Bonusarten, bekommt ihr 70% Obergrenze an Förderung. Das wären 21.000 Euro, die ihr hier maximal erreichen könnt. Der Vollständigkeit halber zu dem Thema Förderung auch einmal der Emissionszuschlag, den ihr erreichen könnt. Solltet ihr also eine Biomasseheizung installieren, bekommt ihr hier auch die Möglichkeit, einen Emissionsminderungszuschlag einzureichen. Da seid ihr immer antragsberechtigt, wenn der Emissionswert für Staub die 2,5 Milligramm pro Kubikmeter nicht überschreitet. Auch hier zur Erklärung, welche Biomasseanlagen sind nicht förderfähig. Nicht förderfähig sind luftgeführte Pelletöfen oder handbeschickte Einzelanlagen oder eben Anlagen, die aus irgendwelchen Abfallstoffe verbrennen und daraus die Energie gewinnen. Diese Anlagen sind nicht förderfähig. Diese ganzen Fördersätze sind an eine weitere Bedingung geknüpft, und zwar an die übergreifenden technischen Mindestanforderungen. Hier zum Beispiel müssen Energieverbräuche messtechnisch erfasst werden. Die Anlage muss ausgestattet sein mit einer Energieverbrauchs- und Effizienzanzeige. Ihr müsst einen hydraulischen Abgleich nach Verfahren B durchführen. Rohrleitungen sind gemäß GEG zu dämmen. Die Heizkurve muss an das Gebäude angepasst werden. Wenn Internet vorhanden ist, muss diese Anlage auch aufgeschaltet werden. Und die Heizlastermittlung gemäß DIN EN 18831 ist ebenfalls erforderlich. Kreditbetrag. Wie ich eben schon erwähnt hatte, könnt ihr für eure Umbaumaßnahme einen Kredit bei der KfW beantragen. Dieser hat die Höchstgrenze von maximal 120.000 Euro und ist an ein Haushaltseinkommen von 90.000 Euro gebunden. Wenn ihr diese 90.000 Euro unterschreitet, bekommt ihr die Zinssätze bei der KfW bis maximal 2,5% vergünstigt. Kommen wir nun zu den förderfähigen Kosten. Bei den förderfähigen Kosten gibt es eine ganze Menge. Hier ist zum Beispiel die komplette Inbetriebnahme, Inspektion, Wartung und Garantieverlängerung bis zum Ablauf des zweiten Kalenderjahres nach Einreichen des Verwendungsnachweises förderfähig. Auch die Herstellung von verschiedenen Wärmequellen ist förderfähig, wie Sondenbohrungen, Erdkollektoren, Energiezäune oder Eisspeicher.
sämtliche Regelungstechnik, Raumthermostate, Smart Home Lösungen oder Gebäudeautomationen, die mit der Heizung in Verbindung stehen, sind förderfähig, sowie die Erneuerung des Warmwasserspeichers oder die Installation eines Eisspeichers und Pufferspeichers, die Errichtung, Sanierung und Umgestaltung des Heizraums, sofern erforderlich, wird hier auch mitgefördert. Wärmeverteilungsarbeiten werden mitgefördert. Das bedeutet, der hydraulische Abgleich, der Einbau von Flächenheizungen, neue Heizkörper, neue Thermostatventile, Umwälzpumpen und auch die Heizungswasseraufbereitung gehört zu den förderfähigen Kosten. Für die Warmwasserbereitung wäre zum Beispiel auch eine Wasserenthärtungsanlage oder eine Frischwasserstation förderfähig. Sogar die provisorische Heiztechnik ist förderfähig. Das bedeutet, wenn ihr jetzt einen Totalausfall der Anlage habt, ihr müsst jetzt erstmal mit einer provisorischen Heizung zwischenheizen, bis ihr dann in dem Projekt die Wärmepumpe installieren könnt, sind auch diese Kosten in den förderfähigen Kosten förderfähig. Kommen wir nun zur Antragstellung. Die Anträge werden ab dem 01.01.2024 wieder bei der KfW gestellt. Der Start ist allerdings gestaffelt geplant. Für euch als Einfamilienhausbesitzer, ihr könnt die Anträge voraussichtlich ab dem 27. Februar 2024 bei der KfW stellen. Der Heizungsaustausch kann jedoch schon vorher beauftragt werden und der Förderantrag kann in diesem Fall nachgereicht werden. Sonstige Effizienzmaßnahmen und auch deren Beantragung bleiben aber weiterhin bei der BAFA. Am Ende dieses Videos unser kleiner Tipp wieder. Mit unserem Heizreport-Tool könnt ihr nämlich folgende Dinge der Anforderungen an diese Förderung selbst ermitteln. Das ist zum einen die Heizlastermittlung nach DIN EN 12831, der hydraulische Abgleich nach Verfahren B sowie auch die Erstellung des VDZ-Formulars. Ihr bekommt eine Heizkörper-Austauschempfehlung und die Dimensionierung der Wärmepumpe wird auch über unseren Heizreport automatisch erstellt.